Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Wir betreten zugleich den Moorast der Kubus. Und wie gesagt, wie schon angekündigt, werden wir heute eine kleine eventuelle Special-Folge machen. Special ist, es hört sich so special an, so wow, geil, was hat sie vor? Na, wir werden, wenn es gut läuft, Frösche fangen. Oh ja, es gibt hier haufenweise Frösche. Tidane, darf ich noch ein paar Frösche fangen, bitte, bitte. Schon wieder? Gut, aber beeil dich. Boah, vielen Dank, Mann. Frösche. Oh, Frösche. Ich liebe Frösche. Frösche sind so cool. Wir haben was gefangen. Ein Weibchen. Super. Und? Ein Männchen. Schau, da kommt er schon. Ich sehe, du bist fleißig, Quina. Was gibst du uns? Was gibst du uns? Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Essens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Silbergabel. Oh, geil, haben wir einen Klick. Ist das cool? Hab Dank. Hab Dank, Meister Quell. Max. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Max. Boah, und es rentiert sich schon wieder. Es rentiert sich schon wieder. Nur können wir sie noch nicht ausrüsten. Laufen, laufen, laufen. Komm her, Fuschilein. Lass dich fangen, das wäre fein. Lalalala. Lalalala. Jawohl. Ein Babyfrosch. Oh, Baby. Dann kann man eigentlich Kaulquappen auch fangen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das vergessen, ehrlich gesagt. Geht das? Geht das? Schaut nicht so aus. Nicht verlassen, nicht verlassen. Hui. Ein Babyfrosch. Und dann wäre noch einer. Nana. Puh, Entschuldigung, ich bin zu weit nach draußen. Und Quina, bist du bedient? Gar nicht so schwer, die Frösche hier zu fangen, Max. Hab genug Max. Einer muss noch gehen, Max. Tut mir leid, ich bin zu weit am Rand und so. Aha. Na, Froschi. Jawohl, Babyfrosch. Sauber. Ich glaube, Kaulquappen, ich meine, das wäre echt komisch. Die kann man, glaube ich, noch nicht fangen. Überhaupt nicht, glaube ich. Deshalb müssten wir jetzt schon fertig sein. Richtig. Jetzt können wir gehen, eigentlich. Ja, das kennen wir schon. Wir sind bedient. Ja, wir haben genug. Und wir rüsten sofort unseren lieben... Na, nicht Zidane. Du bist eh gut bedient. Den Quina rüsten wir aus. Und zwar die Die Mithril-Gabel kommt weg und stattdessen kommt die Silbergabel. Wie viel Vollmond kann er denn noch? Also, alter Schwede, der hätte ich gar nicht so... Ja. Das habe ich vergessen. Super, Moorast ist schon fertig. Das ist natürlich eine feine Geschichte. Bam, bam. Jetzt gehen wir noch schnell in die Gizama-Lukas-Grotte. Jetzt werden wir aber schneller. Aber da gibt es nichts. Na, da müssen wir kurz durchhatschen. Da müssen wir leider ganz kurz durchhatschen. Ich meine, müssen tun wir es nicht, aber ich will es halt machen. Wir haben immerhin schon seit längerem eine Kubus, also mindestens eine, von der ich noch weiß. Die können wir ihm da jetzt abgeben. Der Kerl da drin liebt ja Kubusse. Und dann kriegen wir wieder ein Geschenk. Was seid ihr für Krabben? Die waren vorher noch nicht da. Was ich überprüfen hätte sollen, wäre, ob sie wohl alle noch Dingens ausgerüstet haben. Ich weiß ja nicht schlecht. Ah, das geht jetzt immer noch. Das habe ich wieder super gemacht. Die sterben hier leicht. Die sterben ja ganz leicht. Und die Herren gehörten eigentlich zu fressen. Vielleicht kriege ich es mit Freya hin. Muss schwächer werden, ist klar. Zidane bringt mir zu. Jawohl. Tschüss. Nix gut. Boah, ist die Waffe schön, Polaris. Yay. Ja. Aber 2 AP. Und wie geht's eigentlich? Wir kriegen nicht viel an Erfahrungspunkte. Der Rest, das ist auch eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Ich will ja eigentlich nur die AP-Punkte haben. AP-Punkte, genau. AP will ich haben. Attack-Punkte, glaube ich, hieß das, ne? Ja, ihr zwei Hampelmänner kommt mir gerade recht. So, Angriff. Was? Brauchen wir nur normalen Angriff machen?
passt das schon. Sehr gut, weg damit. Auch Freyas Stab ist so wunderschön, also ihr Speer besser gesagt. Der gefällt mir auch irrsinnig gut. So, geht's einmal Lukas Grotte. So. Und nichts wie durch. Waren wir eh schon lange nicht mehr da, ne? Aber ich glaube, jetzt geht es nur hier lang, ne? Ich hab den langen Weg gewählt statt den kurzen. Weil ich ein Buch. Was? Da ist was? Hör auf. Echt? Mithril-Fäustling. Super. Bravo. Das habe ich wieder fein übersehen. So, und hier lang? So, ja. Kinder! Mei! Ich habe Mogli-Kinder. Ist das niedlich? Ja, hallo! Servus, ihr zwei. Moguta, du hast noch welche bei dir. Stimmt's oder habe ich Kubo schenken? Herzlichen Dank, Kubo. Das schenke ich dir, Kubo. Uriel, war schön. Mei, ist das niedlich. Haben die schon Kinder bekommen? Ich hätte so gern eine Kubo-Nuss. Oh, ich weiß. Und du, meine Gute? Hast du irgendwas Mognet und so? Na, nicht wirklich. Dann nix, ich bedanke mich. Ich will da kurz mal und so. Mei, ist das super. Haben die schon zwei Kinder? Ach, wie niedlich. Ich freue mich gerade für die beiden. Aber in der Tat wäre noch eine Glocke nicht schlecht, damit ich hier die Abkürzung nennen könnte. Ich bin halt so schlau. Ich bin so schlau. Yeah. Und raus hier. Das war's auch schon. So. Wir haben es schon überstanden. Passt, jetzt geht's auf ins... Also, ja, ich nehme dich einfach mal mit. Also sollen wir kämpfen? Ach, das bisschen kämpfen schadet nicht. Was machen wir als nächstes? Wo kriege ich jetzt so einen Zauberkürass her? Ich hoffe, dass wir ihn in Conveyor Barter kaufen können noch, beziehungsweise bei den Schwarzmagiern. Und dass dann das mit Schmieden hinhaut. Wir müssen die Fußkette halt nochmal schmieden, die müssen wir hier in den Blumen machen. Das ist jetzt ein bisschen ein Gelaufe, ich weiß, es tut mir leid dafür. Deswegen noch ein Hinterhalt. Na, was bist denn du? Ich glaube, das ist wieder so ein Krötenfalle kann man da lernen, glaube ich, von dem Viech. Angriff ist die beste Verteidigung. Probieren wir es mal. So viel dazu. Super. Hau den Lukas hat Stein erlernt. Brav, Stein erlernt. Brav. Dann klubschen wir doch gleich einmal nach, ob wir dir was Neues ankleiden könnten. Hau den Lukas. Aha, sehe schon. Doch wohl, den Kristallschild können wir ihm wegnehmen. Du nimmst ihm das weg? Wie gemein. Ja, ich bin halt so. Schau, das ist bald fertig. Insomnia. Dann können wir da zwei Sachen probieren zu wechseln. Das ist ja nicht schlecht. Aber warte kurz. Was habe ich Idiot schon wieder vergessen? Richtig, die Abilities zu überprüfen. Anlegen. Habt ihr alle Level Up? Level Up ist drin. Das muss ich schnell überprüfen, ohne den geht das nicht. Level Up ist drin, fein. Und du, mein guter Steiner? Level Up ist drin, passt. Ich bin schon zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. So. Ich überlege gerade, ich studiere gerade. Ich hoffe, dass wir das Zeugs kriegen. Ich möchte zuerst nach Conveyor Barter. Das ist eh quasi in der Nähe von unserem Landepunkt, sage ich mal. Landepunkt. La 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 la. So, wo kann ich da jetzt da. Ah, da vorne ist ein Strand, oder? Nein, da war kein Strand. Irgendwo müsste es hier einen Strand geben.
normalen Strand? Bist du der richtige Strand oder bist du der falsche? Was soll man hier? Hier ist ja gar nichts eigentlich. Vielleicht später mal. Das da hinten ist auch verkehrt. Ich bin sichtlich verwirrt, aber ich glaube, jetzt haben wir es. Da müssen wir her. Halt, aussteigen bitte. Danke. Und dann noch schnell hier ruf nach Condea Bata. In der Hoffnung, dass wir noch einen Zauberkürass bekommen. Da muss ich nochmal schnell nach dem Blut zurück zum Schmieden für die Fußkette 2.0, damit ich mit der Fußkette nochmal schmieden kann. Beziehungsweise bräuchte ich vielleicht noch einen Zauberkürass. War das vielleicht sogar das, was die Schwarzmagier machen konnten? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. So, schön fest drauf. Fein gemacht. Yeah, wup, Steine und Quinar Level abreicht. Sauber. Sauber. Oh, warte, war das jetzt... Nein, Ability Up hat er noch nicht, ne? Ability Up wäre aber auch was Tolles. Und mal schauen, dass sie alle dann erlernen. Das ist natürlich auch eine ganz feine Geschichte, damit sie die Fähigkeiten schneller lernen können. Lernen, 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 lernen. Muss den Marken lernen. Na, so, das muss dann schon reichen vom Damage her. Auf den Busch. Jawohl. Auf den Spieß und dann ist das Grillhändel bald fertig. So. Natürlich Rupfenfeuer. Exorzismus erlernt. Sauber. Dann tun wir gleich natürlich schauen, ob der gute Steiner was Neues ankleiden darf. Ja, da hätten wir es ja schon. Vielleicht. Ja. Den Goldhelm nehmen wir gern. Haben wir hier irgendwas? Nö. Mithril schaut schlecht aus, ne? Sehr schlecht. Was haben wir da noch? Da, immer Leviathas. Passt. Aha, warte mal. Da hat er schon Ability. Anlegen. Kannst du eventuell schon Ability ab? Nö, das kann ich überhaupt nicht. Hau der Lukas kommt jetzt was? Ich finde gerade die Taste nicht an. Achso, falls die Waffe sowas kann. Okay. Na. Dann derweil nix. Okay, lass uns gut sein. Lass uns gut sein. Lauf, 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 Zitane, lauf. Lauf, 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 lauf. Lalala. Was? Das war jetzt gerade komisch. Jetzt habe ich echt gedacht, das Spiel hängt sich auf. Ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Ach. Dann ist nur einer, verstehst du? Ein einziger mickriger Gegner. Muss das denn sein? So, passt, erledigt. Immerhin geben sie ein bisschen Gil, ne? So, glaubst du mir doch mal nach. Ob wir hier was Tolles kriegen. Scherio! Ja, was denn? Man ist uns. Ich meine, wir sind doch höfliche Leute. Ne? So. Scherio, willkommen! Ja, du hast nichts, wie ich sehe. Ich bin ein Depp. Das war. Na, ich kauf schon wieder ein Zelt. Falsch, da müssen wir hin. Hier war es doch, Entschuldigung. Scherio. Ob über Berg oder Tal, gut gerüstet, schadet auf keinen Fall. Lalala. Hast du einen Zauberkürass? Magier konnte keinen Zauberkürass, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Den nehme ich nochmal mit, sicherheitshalber. Dreck, verdammter.
Das ist natürlich jetzt... das ist jetzt nicht gut. Man sollte immer alles auf alles vorbereitet sein. Komm bald wieder. Ja, Scheibe. Keine Zauberküras. Das habe ich jetzt wieder sehr versammelt wahrscheinlich. Hast du irgendwas, Smognet und so? In letzter Zeit bekomme ich keine Briefe. Na, der hat sonst nichts. Oh, oh. Wenn jetzt nicht unbedingt die Schwarzmagierlein sowas haben, stehe ich, glaube ich, ein bisschen blöd da. Entschuldigung, das war gerade für A und F. Für Anton und Franz, was denkt ihr denn bitte? Für wen das sonst ist? Ach, Käse. Käse und Dreck, verdammt. Ja, tun wir noch ein bisschen kämpfen, das brauchen wir eh. Und dann klopfen wir bei den Schwarzmagiern vorbei. Was die uns hier jetzt zu erzählen haben. Ich hoffe, es wohnt noch jemand dort. So, Angriff ist die beste Verteidigung, wie immer. Was verfehlt? Aber das ist nicht dein Ernst. Ach, Titane wird schon richtig. Ja, so schaut's aus. Super. Fisch. Fred Level Up erreicht. Subi. Bravo, meine Hübsche. Einmal noch kämpfen oder zweimal im schlimmsten Falle und dann haben wir das Dorf erreicht. Wie gesagt, es ist kein Kampf verschwendet, wir brauchen alle AP-Punkte, ich sage es AP-Punkte, also alle AP, die wir kriegen können. Alle APs. Naja, wo geht dein Wind? Er macht nur einen Wirbel. Und Attacke. Jawohl. Und Sahne auch noch. Sehr schön. Bravo. Sehr gut. Konter. Sehr gut. Brav, Quina. Kann man dir jetzt was Neues ankleiden? Ich glaube, da war noch was. Richtig, das Pokerherz. Schmerendingens, da war gar nichts, ne? Nein. Da ist noch... Ah, schau, der Kraftgürtel ist auch schon fertig. Bip, 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 bip. Immer hast, gibt es irgendwas mit? Okay, da gibt es nur das eine. Passt, immer Refleck. Nehmer ist gekauft. So, auf ins Dorf. Das müsste ich ausgehen. Jawohl. Sehr gut. Oh, gleich mit Abkürzung. Scheint keiner da zu sein. Wo sind die denn hin? Ich gehe sie suchen. Ist auch eine Möglichkeit. Wir gehen shoppen. Badam. Badam, badam. Na gut, da gibt es nichts mehr zum Shoppen. Da ist keiner da. Schade. Bam, bam. Bam, 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 bam. Hallo Mogli, hast du irgendwelche Infos für uns? In letzter Zeit bekomme ich keine Briefe mehr. Wir sind alle traurig. Abgeschlossen. Hallo? Dann halt nicht. Bam, bam, bam. Bam, 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 ist hier.
irgendjemand? Hallo? Nope, alles weg. Das gibt uns aber eine besondere Gelegenheit. Nämlich ein bisschen was zu erkunden. Einmal Schwarzgurt haben wir bekommen. Super. Wer hängt denn die Kiste da verkehrt drauf? Naja. Oh, ist so. So, zack. Da gibt es, glaube ich, noch einen Schmäh. Ah, war der nicht eh da? Niemand. Da ist einfach niemand. Halt. Also Stockbett, warte. Nein, nicht Stockbett. Virgo haben wir bekommen. Ein Virgo. Ah, da ist auch was. Entlang des Waldes, Schwarzmarke 234, unser Dorf, Schwarzmarke 123, wie? 234 und noch, ja, wurscht, wie was? Da geht's, glaube ich, anders rauf. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, mich dunkel erinnern zu können, dass man hier irgendwie... Alle weg. 2000 Gil, da legst du nieder. Aber die Katze ist noch da, ne? Die sind scheinbar echt alle weg. So. Achso, da ist nur mehr das hier, ne? Hier ist nichts. Ist da irgendwas? Nö. Da irgendwas? Nein, da muss da drüben noch was geben. Ich muss noch mal ins drübere Gebäude rein. Da muss es noch was geben. Also da, da waren ja auch Bretter. Da jetzt nicht. Irgendwo gab es, glaube ich, noch mal was zum Hochkrabbeln. Da geht's nicht raus? Echt? Nein, ich verdumme mich scheinbar nicht wirklich. Naja, dann ist es halt nicht so. Ich dachte nämlich, da wäre noch was. In Wirklichkeit ist da dann nichts. Und da ist, da geht es nirgends woran hin. Ne? Also, na, dann passt schon. Haben wir vielleicht nichts übersehen. Barabaram. Baram. Barabaram. Da gibt es noch einen Ort, den Friedhof. Da ist noch jemand. Wo sind denn alle hingegangen? Sie sind alle Kuya gefolgt. Zurückgeblieben sind nur die zwei in Chocobos Hütte und ich. Warum? Warum sind sie mit so jemandem mitgegangen? Sie haben es alle erfahren, dass wir nur eine bestimmte Zeit aktiv sein können. Und Kuya versprach ihnen, ihre Lebenszeit zu verlängern, wenn sie sich ihm anschließen würden. Aber deswegen können sie doch nicht einfach mit diesem Kuya gehen. Hast du denn etwas schon vergessen, was er uns angetan hat? Er hat uns nur wie einfaches Werkzeug behandelt. Vielleicht ist das alles, was wir sein können. Wir wurden doch erschaffen, um den Menschen zu gehorchen. Hey, hey, mach mal halblang. Immer noch kein Grund. Wo sind sie hingegangen? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann meine Freunde nicht verraten. Und warum bist du noch hier? Warum bist du nicht mitgegangen? In der Chocobo-Hütte sind auch noch zwei. Wie? Ach, na großartig. Das eitert ja schon wieder in Arbeit aus. Bara bara. Bam, 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 barararam. Mach sofort die Tür auf. Wie? Ihr sollt aufmachen. Es ist geschlüpft. Hm? Oh. Warte. Was? Wie? Geschlüpft? Das Schokobo-Ei? Mein Schau, wie süß. Es ist geschlüpft. Es ist geschlüpft. Es ist wirklich geschlüpft. Es ist wirklich geschlüpft. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Es ist also tatsächlich geschlüpft. Es ist wirklich geschlüpft, ja.
Warum seid ihr hier geblieben? Wir mussten uns ja um das Ei kümmern. Deswegen sind wir geblieben. Eigentlich wollten wir mitgehen, aber die anderen wollten, dass wir auf das Ei aufpassen. Jetzt ist da ein Schokobogenschlüpft. Ist das niedlich? Ich habe es die ganze Zeit über gehütet und ab und zu ein bisschen gewärmt. Oh, hoffentlich kommen alle bald wieder und dann können sie das geschlüpfte Küken sehen. Sie werden sich bestimmt alle unheimlich freuen. Wir brauchen auch einen Namen. Huch, ich fühle mich so komisch. Ich auch. Ist das niedlich? Ist das niedlich, meine Liebe? Oh, er freut sich auch. Hast du dir etwa auch Sorgen um das Ei gemacht? Ich weiß es nicht. Ich hatte solche Angst und wollte wieder wegrennen. Wollte mich an Kuya klammern, damit auch ich... Aber dann dachte ich, dass es bestimmt etwas Wichtigeres gibt als... Sag mal, kann ich dir eine Frage stellen? Frag nur. Werde ich auch bald stehen bleiben? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich dir sagen kann, ist, dass die Prototypen, die vor uns geschaffen wurden, ein wenig länger leben. Zumindest hat das uns Kuya so gesagt. Aber irgendwann werde ich stehen bleiben, stimmt's? Als mein Großvater gestorben ist, war ich mir dessen nicht so bewusst. Er sagte mir, ich dürfe nicht traurig sein. Deswegen habe ich versucht, nicht traurig zu sein. Vielleicht ist es deswegen, dass ich in mir nur so ein komisches Gefühl breit macht, wenn ich etwas über meine stehen gebliebenen Freunde höre. Dann weiß ich nicht, was ich machen soll, wenn ich mich plötzlich so fühle. Aber weißt du, als die Mutter von Lilly starb und ich sah, wie sie weinte, da habe ich gedacht, das bedeutet es also, traurig zu sein. Aber so kann ich doch nur gedacht haben, weil ich kein Werkzeug zum Töten bin, oder? Es ist alles so schwierig und kompliziert. Vieles verstehe ich immer noch nicht, aber zumindest das habe ich verstanden. Deswegen bin ich schon ein wenig beruhigt. Gerade deshalb werde ich Kuya, der in meinen Freunden nur Werkzeuge sieht, niemals verzeihen. Niemals. Hörst du? Wären sie von ihm nicht betrogen worden, hätten sie es auch eines Tages verstanden, dass wir keine Werkzeuge zum Töten sind. Wie? Im Osten des Kontinents ist das Versteck von Kuya. Fahrt mit dem Schiff bis an die Ostküste des Kontinents. Sucht in der Wüste nach einer Stelle mit Treibsand. Danke. Ich hoffe, ich kann eines Tages genauso stark sein, wie du es bist. Wie soll denn das aushalten? Das ist viel zu niedlich. Sogar Vivi sucht alleine verzweifelt nach einer Antwort. Was habe ich denn verglichen zu Vivi schon geleistet? Ich habe mich entführen lassen. Mehrmals. Ich bin eine Diebin. Ich kann nicht einmal gescheit eine Königin sein. Ja. Und ich dachte, durch Zitane könnte ich mich ändern. Nach der Thronbesteigung wollte ich mich auch ändern. Aber... ich habe mich überhaupt nicht verändert. Ich bin immer noch die kleine, nichtswissende Prinzessin von damals. Dass Vivi so schwer am Grübeln war. Lilly, du hast doch auch gehört, was er gesagt hat, oder? Die Heulsuse ist ja richtig erwachsen geworden. Lilly, du hast dir das doch nicht etwa zu Herzen genommen? Vivi ist Vivi und du bist du.
Du solltest das wirklich nicht alles so ernst nehmen. Die Kleine. Hey, Zidane. Was gibt's? Alles klar? Gut, dann lasst uns gehen. In den Osten des Kontinents, da wo der Treibsand ist, oder? Genau, da ist Kuyas Versteck. Bam, bam, bam. Ist der Mogli noch da? Bam, bam. Es ist so niedlich, das kleine Schokobo-Küken. Und? Hast du jetzt was Neues? Und jetzt? Und jetzt? Nein. Spaß. Und jetzt? Nein. Wir gehen speichern. Wir gehen jetzt speichern und beenden den heutigen Part. Ja. So. Barabaram. Baram. Barabaram. Bam, bam. Bam, barabam. Bam, 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 bam. Ich mag die Mucke. Und tschüss. Na fesch, ihr Lieben. Das war's dann wieder für heute. Ach, wie niedlich. Ach, dieses Schokobo-Küchen, das macht mich gerade fertig. Und die Schwarzmagier sowieso, die sind ja alle so lieb und freundlich und man möchte sie am liebsten nur in die Backe kneifen. Aber das können wir im Spiel schlecht. Außer das Spiel würde es können. Aber wir können es halt nicht. Also, ja, mit unseren Händen, ne? Also, ihr wisst schon, was ich meine. So, na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!